Tja, Laboe, 20. August, Sonntag, 20. August, kurz nach 2:30 nachmittags. Gehen wir ein bisschen spazieren. Wir sind hier, ach, da kommt ja gerade die Color Line um die Ecke, kann man sehen. Ne? Sollen wir da mal hinzoomen? Gucken wir mal. Ja, durch den Regen die Tage, jetzt auch noch Pfützen hier, da ist so. Einfach mal durch die Dünen. Gucken wir mal, wo das hinführt hier. Oh ja, hier ist kein Wind, hier wird es wärmer. Puh. Man hört die Wildgänse. Hier rechts ist nämlich so ein Naturschutzgebiet. Ist gesperrt, da soll man nicht hin. Da haben die Gänse ihre Ruhe. Jede Menge Wildgänse sind da dauernd. Die verbringen auch eine lange Zeit hier, glaube ich. Das Schiff hört man richtig. Fährt da gerade vorbei. Kann man jetzt natürlich von hier nicht sehen. Doch da, ein bisschen. Sobald eine Wolke sich vor die Sonne schiebt, wird es kühl und windig. Ja, das kann sein, dass jetzt wieder ein bisschen. Also so richtig stahlblauen Himmel mit rund um die Uhr von morgens bis abends Sonnenschein hatten wir, glaube ich, seit ungefähr 20. Juni nicht ein einziges Mal mehr gehabt. Also gefühlt, vielleicht täusche ich mich ja auch, aber gefühlt zumindest ist das so. So, kann ich da durch oder wo geht das hin? So allerhand Trampelpfade hier. Ich weiß aber nicht, ob die irgendwo hinführen oder ob das Sackgassen sind. Ja, gucken wir mal. Ich glaube, hier bin ich ja noch nie lang gegangen. Oh, hier wird's eng. Ach, die Sträucher sind noch feucht. Boah, ist das eng. So, jetzt wird's wieder freier. Hoffentlich wackelt es nicht so sehr, weil teilweise ist der Boden sehr sandig und dann kann man nicht so ruhig laufen. Man könnte sich ja das Video auch mal angucken, den Ton runterfahren und eine Musik dabei anmachen, oder? Braucht man sich mal ein Gequatsche nicht anhören. Ich glaube, ich halte mal ein bisschen den Sabbel.
und weg ist die Sonne. Aber das wird eine Weile dauern jetzt. Ja. Auf dem Schiff ist noch Sonne. Hier ist so eine Sandbank, so eine Landzunge. Das war mal eine Insel. Da bin ich in eine Qualle getreten. Glaube ich.
kommt die Sonne gleich wieder raus. Da. Ja, hier ist der große Bereich für Hunde erlaubt. Weiter hinten um die Ecke rum, da ist dann für Hunde verboten. Deswegen sind hier, wo sowieso immer gerne viele Hunde am Strand sind, hier natürlich dann besonders viele. Guck mal, das ist doch niedlich. Ich finde das auch nicht so schön, wenn man ewig die Hunde um die Ohren hat, aber ich kann natürlich auch verstehen, die Tiere haben Spaß, na klar. So Sonne, jetzt wird mal langsam wieder Zeit. Auch am Paddeln. Ein bisschen ranzoomen, aber nicht zu sehr. Das mögen ja viele Leute nicht. So soll reichen. Ah, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Da sieht das gleich ganz anders aus hier. Klassisch, oder? Nicht wild sein zu einem Hund. Naja, das wird dir nicht gelingen manchmal. Thank you.
Hier ist alles Seetang. Da sind viele kleine Fliegen. Ist eben nicht gereinigt. Ne? Da hinten am gebührenpflichtigen Strand ist halt alles weggeräumt. Oh, da kann man schön sehen. Lachmöwe. Lachmöwe, die sind deutlich kleiner. Und kriege ich sie jetzt ohne den Zoom zurückfahren? Silbermöwe, deutlich größer. Kann man die sehen?
Ah, ist nicht drin, ne? Ist eine Drohne. Ja, Drohne. Pass auf, gleich kommt die Polizei. Ich würde mich nicht wundern, ist leider. Ach, jetzt kommt er runter. Ist glaube ich ein bisschen knapp zum Filmen. Hier ist uneben zu gehen, deswegen rumpelt das ein bisschen. Ich versuche so ruhig zu halten, wie ich kann. Ja. Da landet sie. Das berühmte U-Boot. Oh hier, yeah. Wenn man, sobald man hinter den Sträuchern kommt, ist das eine Bullenwärme. Puh. Ganz schön viele Touristen noch da hinten am Strand. Das ist alles voll. Junge, Junge, Junge. Vielleicht gehe ich da auch noch ein bisschen ins Wasser. Mal gucken. Gleich fliegt er weg. Thank you.
so groß war. Und da habe ich mich gefrischt. Nein, da. Hat nicht bekommen. Aber Tote geht auch. Wir haben noch Leben. Alter, wir haben schon ein paar Jacken. Boot, die machen immer ordentliche Wellen. Das heißt, hier könnten gleich ordentlich Wellen kommen. Oh, hier ist glitschig. Hier war es nass. Oh, ist da glitschig. Boot ist da hinten. Auch wenn das sehr weit weg ist, kann das sein, dass das hier gleich tüchtig Wellen macht. Dauert aber noch einen Moment. So. Ist wirklich, wirklich weit hinten. Fliegt. Jetzt wieder unten im Wasser. Sorry.
Da ist übrigens eine Feuerqualle. Würde ich sagen. Gucken wir mal, ob ich die reinkriege. Ist ein bisschen schwer, weil es ein bisschen blendet. Jetzt schlecht erkennen. Ne? Später gucken. Ah, da kommen die nächsten Wolken. Aufpassen. Ja, und hier? Ja. Ich höre die ganze Zeit ein Flugzeug, aber ich sehe es nicht. Ach, da oben, oh, der ist aber hoch. Ja, sonntags ist hier einiges los. Vor allen Dingen, wenn das Wetter so selten mal schön ist.
Promenadenstraße hier. Ist schon frech, ne? Klar, ein Kieler. Die hatten Vorfahrt, die Radfahrer, mein lieber Freund. Nordrhein-Vandalien. Ah nee, ist Rumänien. Ich dachte, wir Mülheim. Ja? Ich gehe jetzt mal nicht an der Strandpromenade entlang. Da habe ich zu viele Leute im Großformat, im Porträt auf dem Bild und das ist nicht so gut. Thank you.
Da kommen sogar Touristen von der Nordsee, hier von Wilhelmshaven hierher, um hier in der schönen Ostsee Urlaub zu machen. Hier ist kein Watt und kein Matsch und das Wasser bleibt da, das haut nicht immer ab. Haben wir die Kombüse? Ja, so langsam nähern wir uns jetzt dem Dorf Labö und münden dann in den Hafen, wo auch die Fischräucherei ist. Da gibt es super Fischbrötchen. Schauen wir mal. Da kommt gleich der Hafen. Mobile Luftfilter. Riecht hier gut. Richtig lecker nach Mittagessen. Miam, miam. Ich sehe schon die Fischräucherei. Kann man schon sehen von hier. Da hinten ist die. Da ist sie. Schauen wir mal, ob heute ein Fischbrötchen drin ist. Ja? Da sind die ganzen Touristenparkplätze. Ja. Wo gehen wir lang? Thank you.
Busbahnhof. So, das war's dann mal. Bitte gerne Likes und Kommentare, damit ich weiß, ob es sich lohnt, sowas zu wiederholen.